Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Miss Survival. Es ist früher Morgen und ja, es ist wirklich sehr, sehr... wird für mich irgendwie nie langweilig, das Ding anzugucken. Ja, wir haben hier eigentlich noch ein bisschen Hausarbeit zu erledigen. Okay, sehr gut. Dachte gerade eben schon, ich kann den nicht wegräumen. So, zack, zack, zack. Ein bisschen Holz. Das können wir wunderbar brauchen. Ich weiß auch gar nicht, was ich aus diesem Raum hier mache. Es gibt ja diverseste Dinge, die man in diesem Spiel bauen kann. Na, also Fire Barrel haben wir schon gesehen. Ist natürlich eine Alternative quasi zum normalen Campfire. Was ich schade finde, ist, dass man nicht wirklich sowas wie einen Ofen bauen kann. Das finde ich sehr, sehr schade. Man kann das alles hier nur sozusagen hier kombinatorisch machen mit Cooking Pot und Grillstand und bla bla bla. Was wir definitiv brauchen, ist ein Water Purifier. Aber um diesen Wort, also wir brauchen den einfach quasi, damit wir nicht verdursten. Dann können wir auch hier eine solche Workbench und Blacksmith machen. Das sind alles so Dinge, das haben wir auch schon gefunden. Na, da können wir dann speziellere Dinge bauen, die wir jetzt hier so mobil nicht bauen können. Das hier ist eher uninteressant. Das hier ist erst dann interessant, wenn wir Freund-Generator gebaut haben. Und das hier ist alles, ja, fluffi-fluff-fluff, ne? Also bis auf das hier, das könnte man durchaus brauchen. Das hier ist tatsächlich einer der besten Schränke, aber ihr seht, der ist auch teuer, ne? Also kann nicht Diebstahl verhindern. Kann. Also könnte. Also da gibt es anscheinend eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Also Diebstahl heißt dann wohl, das sind wohl die Banditen. Die können anscheinend auch kommen. Ich weiß bloß nicht wann und warum. Und der Security Locker hier, der verhindert sie quasi anscheinend komplett. Dann können wir noch Tische bauen. Keine Ahnung, für was wir die brauchen. Wir können noch Stühle bauen. Keine Ahnung, was wir die brauchen. Und wir können hier noch einen Dummy bauen. Ja, Dummy, Target Arrow will not damage the Dummy. Keine Ahnung, was wir den brauchen. Und das hier geht noch nicht. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier Dinge zu bauen. Habe ich da irgendwo... Ah, hier kann ich die Lashings bauen. Blätter und Borke. Okay. Dann, ja, Drying, bla bla bla. Kann ich irgendwie einen Eimer craften? Nein. Wahrscheinlich brauche ich für den Eimer eine entsprechende Crafting-Station. So, wir haben nur ein bisschen Durst. Hier kann ich tatsächlich nur Essen kochen. Ich weiß inzwischen, dass ich diesen Cooking Pot brauche, um Dinge zu machen zu können. Um dieses Fett einschmelzen zu können, aus dem ich dann wiederum Biodiesel gewinne. Also, wir sehen, mega komplexer Kram, der uns hier ins Haus steht. I can see it. Bin echt am Überlegen. Ich habe jetzt extra das Teil genommen. Ich möchte eigentlich das hier zu meiner Working Station. Kann ich das hier nicht auseinandernehmen? Nein, kann man nicht. Ich möchte das hier zu meiner... Oh, guck mal, was da rumliegt. Ich möchte das hier eigentlich zu dieser typischen Männerhöhle machen. Ne? Also hier unsere kleine Garage. Wobei ich eigentlich auch mal testen wollte, kann ich die Karre in die Garage stellen? Dinge, die wir noch nicht wissen. Dinge, die man testen sollte. Wer hat diesen Baum da eigentlich hingeparkt? Auto da rein oder ist das echt das Auto? Geil. Ist schon geil. Auto in der Garage. Finde ich voll gut, ey. Finde ich voll gut. Ja gut, also wir müssen jetzt hier mal Werkbänke und so, glaube ich, mal errichten. Wenn wir hier weiterkommen wollen. Und wir haben ja die ganzen Baumaterialien. Oh Gott, das scheint falsch rum zu sein. Jupp, das ist falsch rum. Aber was falsch rum ist, kann ja richtig rum gemacht werden. Muss noch da drüben an die Wand ran. So, und dann kann ich schon mal das ganze Holz da reinballern, was wir da haben. Wir hätten Holz. Ach nee. Wir haben das kleine Scheißholz da. Gut, also wie gesagt, wir brauchen jetzt erstmal Crafting Materials. Noch verwirrt.
Da. Und eine neue Aufnahmesession. Dü-dü-dü. Das hier kann ich auch in Holz umbauen. Dann nehme ich den Kram noch mit. Ach, wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal den ganzen Crafting-Kram mit. Crafting-Kram. While wir alles brauchen. Höchstwahrscheinlich. Oh. Oh. Ganz toll Pause gemacht zwischen den Aufnahmen. zwischen den Folgen. Da vergisst ihr dann doch mal, wo die Sachen sind. Dü-dü-dü-dü-dü, da sind sie. Ich nehme jetzt einfach mal blindlings mit. Craft, Craft, Craft. Boah, dauert über eine Stunde. Ja gut, aber es ist auch ein größeres Teil, ne? Was fehlt denn jetzt noch? Holz. Ich und mein Holz fehlen an dieser Stelle. Aber wie ihr seht, na, das kann ich jetzt hier herstellen. Wie viele brauchen wir noch? 7. Boah. Okay. Dann doch sehr viel vor. Boah, ist das heftig. Ich weiß schon, dass ich im Moment aus dem anderen Gedöns hier, aus dem hier, tendenziell besser, schneller und weiter komme. Wenn ich den Kollegen hier am Start habe, weil das kann ich nämlich einfach zersägen und es dauert einfach fucking 45 Minuten. Das ist sehr viel zeitsparender. So. Reicht aber nicht. Müssen es nochmal machen. Brauchen wir schließlich 7 davon. Und nicht 4. Und danach haben wir jetzt auch ordentlichen Durst. Und diesem Durst wollen wir jetzt hier mal begegnen. Indem wir nochmal eine Cola trinken. Gluck, 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 gluck. Und dann bauen wir es da draußen unsere Crafting-Station zu Ende. Dubidubidub, dubdub. Unsere Workbench, sag ich mal. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, was können wir denn jetzt hier machen? Interakten. Hier kann ich jetzt aus diesem getrockneten Leder Dinge herstellen. Ich kann jetzt hier mit Nägel herstellen. Stickies kann ich hier herstellen. Streichhölzer. Werkt. Ah, ein Bucket. Genau, den brauchen wir. Auch 45 Minuten. Das ist unsere Lebensversicherung. Wassertechnologischer Art. Ich will aber auch noch andere Dinge jetzt hier bauen, natürlich. Denn, wie gesagt, wir brauchen diesen Water Purifier. Den möchte ich eigentlich auch ganz gerne hier haben. Ich denke, ich mache ihn hier so in die Ecke. Geht das so? Einfriemeln. So, was brauche ich dafür? Oh Gott, ich brauche dafür schon gleich mal wieder ein Bucket. Den habe ich noch gerade extra gebaut. Halt, Moment, was brauche ich denn alles dafür? Ich brauche Steine. Ich brauche 8 Steine, 4 Feuerholz und noch 4 Metal Scraps. 4 Metal Scraps. Ich kann noch mehr Metal Scrap holen, denn okay, Split Half, die brauche ich. Dann 8 Steine. Oh Gott. Ja, so schnell geht's zu Ende mit Entschuldigung, den Ressourcen. Ah, mir fehlt da ein Stein. Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt kurz noch einen Stein hier finden. Das gilt natürlich nicht als Stein und das auch nicht. Ja, geil. Da freue ich mich ja. Ist schon kontrolliert. Scheinbar. Blatt. Ah, warte mal, das Blatt brauche ich ja für Seile, Lashings. Da. Vielen Dank, liebe Natur, dass du mich mit diesem Stein gesegnet hast. Ich wertschätze es sehr. Geradezu hart. So, dann bauen wir den Klabberadatsch hier noch ein. Und damit haben wir jetzt unseren Water Purifier. Das Problem ist bloß, jetzt fehlt uns wieder der Eimer, um überhaupt Wasser zum Purifieren zu organisieren. Aber zum Glück sind wir ja nicht doof und haben nochmal ein bisschen was. So. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch zum See laufen. Der war
Irgendwo hier in der Nähe. Ich glaube, da hinten. Oder hier? Ne, der war da hinten, ne? Muss mir nochmal die Karre angucken, ohne Witz. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Also, was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist. Wisst ihr, was ich mich frage? Wie ich diesen Reifen hier weggekriegt habe? Oh, fucky, die fuck, 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 fuck. So viel zum Thema. Ich hol Wasser. Nein. I hate this shit. Oh, jetzt habe alle Türen zu. Oh, jetzt hänge ich schon wieder hier drin rum. 8 Minuten lang. Ich möchte doch eigentlich nur Wasser holen. Was? Der Mörb ist ja bekannt dafür, dass er auch manchmal dumme Dinge tut. Ich schleiche mich jetzt im Nebel. Ich habe es extra mal gespeichert. Nicht, dass wir sterben. Also ich möchte das nur. Ich mache das nur dann. Ansonsten lade ich, wenn ich jetzt hier unverletzt durchkomme. Der Plan ist es, im Nebel Wasser zu holen. Challenge. Oder warte mal, da oben war ich noch gar nicht. Liegen auch noch Flaschen rum? Oh, nett. Ich habe die Umgebung noch nicht gelootet. Absichtlich die Axt jetzt hier in die Hand genommen. Damit ich hier jetzt nicht versehentlich lärme. La 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 la. Alles ist doch gut. Ich singe, das macht mir Mut. Halt's für eine dumme Idee. Oh je. Ich nehme nochmal einen Stein mit, wenn ich da ihn gerade eben hier schon so sehe. Ja. Sympathisch. Guck mal, da wachsen Farne. Ich kann jetzt gerade eben nicht bestimmen, ob es ein Adlerfarn ist. Aber es farnt hier so vor sich hin. So wie es da vorne hin vor sich hin zombiet. Und da zombiet es auch fröhlich. Oh, was macht man da? Was macht man da, la 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 la, da ist eine Feder. Und nochmal ein Steinchen. Chick. Das nehmen wir auch noch mit. Mit. Ich. Oh, Servus. Den muss ich jetzt irgendwie vorbei. Der bemerkt mich nicht. Würde fast sagen, den räume ich aus dem Weg. Er steht ja nur rum. Erwischt. Okay. Schick. hätte nicht gedacht, dass das so easy ist, wenn man einfach so rumschleicht, ganz im Ernst. Was kann ich jetzt hier machen? Fill the bottle and save water? Ah. Oh. Ja, dann. Sind wir ja quasi schon auf dem Heimweg. So ein Nebelspaziergang ist doch auch mal was Schönes, ne? Ich wette, wenn ich mich jetzt aufstehe, dann kommen die Horden. Warte, jetzt wird der Mörb ein bisschen keck. Jetzt werden wir ein bisschen frech, Freunde. Gebe zu, ich verliere gerade eben so ein bisschen den Respekt vor diesem Nebel, aber vielleicht ist es auch ein Trug. Schleichen ist vielleicht ein bisschen zu overpowered. Vielleicht sollte man das so machen, dass der Charakter das erst leveln müsste oder so. Würde vielleicht im Balancing gut tun. Oder man müsste deutlich mehr Zomboluiden aufbauen. Na, mein Freund? Was röchelst du denn so? Wie ausgeröchelt. So.
Ach so. Kann das halt leider jetzt nicht essen. Can of fruit. Nom nom nom. Wenn man mal draußen sich reinziehen, ne? Natürlich, wie ein Städter werfen wir einfach mal. Ja, ich will nichts gegen Städter, sondern wie soll ich sagen, wie ein Umweltverschmutzer werfen wir jetzt einfach mal die Dose, die leere, in die Walachei und schleichen zurück. Vorne ist nochmal ein Zomboloide. In welche Richtung blickt er? In die falsche natürlich. Das wird ihm nicht gut bekommen. Das ist jetzt schon mal quasi eine Feststellung. Servus, mein Freund. Bams. Ja, also. Ich kann dieses elektronische Bauteil nicht mitnehmen. Den habe ich so wenig. Ich weiß zwar noch nicht, für was ich sie brauche, aber. Oh, wisst ihr was? Dieses eine Brett ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Bauteil. Ein Bauteil. Der Nebel ist schon rum. Der Nebel ist quasi schon vorbei. Da ist nochmal unser toll geparktes Auto. Da ist nochmal ein Zombie. Aber ich glaube, zu dem komme ich nicht mehr hin. Ich glaube, ja. Nebel ist vorbei. Okay. Ich habe relativ wenig Stress mit diesem Nebel, glaube ich. Ich habe zu viele Survival-Spiele gespielt. So, jetzt kann ich das da reintun. Ah, da kann ich die Liter angeben. Gift. Und dann kann ich hier. Ah, warte mal, ich brauche noch mal. Ich habe doch schon vier Feuerholz da rein, um das Ding zu bauen. Ich sehe, dass mein Plan einen Fehler hat. Mir fehlt Borke. Okay, wir müssen das alle als allererstes jetzt erst hier noch Dinge bauen. Dinge bauen, Dinge bauen, la 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 la. Ein Wasserfass. Ich brauche auch noch mehr Holz. Wo will ich denn dieses Wasserfass? Wasserfass irgendwie hier sinnvoll bauen? Wäre doch eigentlich. Was ist eigentlich die Vorderseite von diesem Wasserfass? Weiß es nicht. Kann ich wahrscheinlich auch noch, bauen noch später wieder umdrehen, ne? Was ich crafte jetzt schon mal rein, was ich rein craften kann. So, es fehlt mir halt noch Holz. Gut, Holz ist schnell gemacht. Mal sind wir auch. Egal, da fallen Sachen runter. Holz ist schnell gemacht. Das ist gar kein Thema. Regeneriert der Baum gerade eben oder ist das der Schaden, den man bekommt? Normalerweise gehen die Dinger doch leer. Ah, okay. Baum fällt! Er hat aber noch gezuckt. Ja, voll. Borke, Borke, Borke. Wir brauchen noch einmal etwas Borkiges. Okay, ich mache jetzt mir hier mal so ein kleines. Nee, warte mal, ich muss jetzt erstmal das da herstellen. Was denn? So, das war Nummer 1. Wenn ich das hier schon mal rein donnern. Fehlt mir aber immer noch. Mir fehlt noch so allerhand. Ich muss noch auf jeden Fall. Ach so. Nee. Nochmal ein Lock. Genug Borke. Ich muss nochmal einen fällen. Ah. Der überlebt das. Das wird garantiert gut für diesen Baum enden. So, Freunde, dann bauen wir nochmal. Das, wir machen das jetzt als allererstes. Das da. Der Holzfäller und das Firewood. Dann brauche ich jetzt hier noch ein Streichhölzili. Wo habe ich die denn hingepackt? Ich glaube, das war hier, genau. Warte mal, ich räume den da rein. Split One.
Dann können wir nämlich unser Wässerchen da draußen abkochen. Also, ich weiß nicht genau, wie der funktioniert, der Water Purifier. Das scheint eher so eine Art Destille zu sein, so wie das aussieht, ne? Da drin wird es halt gebeult, ja, Dampf steigt aus, geht dann runter. Also eigentlich ist das kein Water Purifier, das ist einfach eine Destille. Das ist eigentlich ein Destillat, was wir trinken. Wird nicht völlig hundertprozentig destilliert sein, aber destilliert genug. Ah, sieht doch geil aus. Gefällt mir. Dann brauchen wir nochmal. Ach so, jetzt brauche ich nochmal so ein Brett. Ein Brett, bitte. Dann nehmen wir den Kollegen noch auseinander. Und verbrettern ihn nochmal. Ich verbrettere dich. Aha. So, ja, dann ja, haben wir schon mal quasi unsere Water Collection schon mal hier vorbereitet. Moment. Doof. Das da. Zack. So, da passen jetzt 100 Liter rein. Water Status safe, obwohl nichts drin ist. Das finde ich toll. Was können wir denn noch so craften? Das erfahren wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Das Ding wird jetzt hier wahrscheinlich eine Weile brauchen. Ja, also ganz im Ernst, Nebel ist jetzt inzwischen eher so halbgefährlich. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, Leute. Ne? In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und tschüss.